Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich frei, dass Sie alle da sind. Echt. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich da bin. Und wissen Sie, was mich am allermeisten freut? Dass wir alle gleichzeitig da sind. Der Tag hat bloß 24 Stunden. Und da können wir jeden Tag von Sommer auf Winterzeit umstellen, das reißt auch nicht raus. Und tatsächlich merken das jetzt auch immer mehr Frauen. Und dann haben ganz viele Frauen die bezahlte Arbeit reduziert zugunsten der unbezahlten Daheim. Und da gab es oft gar keine Diskussionen, weil, jetzt kommt's, Totschlagargument, der Mann verdient mehr. Für das, was ein Mann 2019 verdient hat, muss die Frau bis zum 17. März 2020 schaffen, dann hat sie gleich viel verdient. Guck, und das hier jetzt, das, sehen Sie es? Das ist die berühmte Entgeltlücke. Ja, man kann es auch so formulieren, die Frau schafft vom 1. Januar bis zum 17. März vor Oma sonst. Frauen, ich finde, wir können es mit der Fastenzeit auch übertrieben. Der deutsche Duden. Wer es nachlesen will, es ist der deutsche Bedeutungsduden. Und da steht bei Mann, Ehemann, Ehepartner, Gatte, Gemahl, bessere Hälfte. Und bei Frau steht bei Synonym Dame, Schlampe, Weib. Da im Duden. Und deswegen gibt es auch bloß Herrscher und keine Damenscher. Weil nämlich Herren herrlich und Dame. Ich frage mich auch, warum gibt es den Mann für alle Fälle, aber das Mädchen für alles? Spüren Sie den Unterschied? Warum ist Gott immer ein Herr? Wieso habe ich als Frau eine Regel? Wer stellt die auf? Wo sind die Ausnahmen? Also das Ding ist wirklich sehr gleichstellungsorientiert, weil endlich wird aus der nur Ehefrau als Pendant zum Hausherrn die moderne Hausfrau. Und so bekommt Frau endlich den Raum, der ihr zusteht, nämlich das Haus. Und da hat sie große Gestaltungsspielräume, wie wir zum Beispiel auf Seite 223 lesen können. Original, Seite 223 steht, Sie stehen auf Veränderung, dann wird Ihnen die Küchenmatte Tulpen gefallen. Denn damit blüht Ihre Küche regelrecht auf. Größe 55 mal 100 Zentimeter. So, da haben wir's. Die Frau soll einfach schön auf dem Teppich bleiben. Seite 218. Kannst du auch leise spülen? Spätestens, wenn diese Frage vom Sofa aus gestellt wird, werden Sie sich an diese Matten erinnern, denn damit spülen Sie super leise. Spülbeckeneinlage Spezial für nur 9,95 Euro. So, und wenn Sie mich jetzt fragen, ja, was hat sich denn jetzt überhaupt an der spezifischen Rollenverteilung geändert? Ich antworte mit Seite 197, nie wieder Rollenkonflikte mit der WC-Rollenbox Delfin. Die Frau weiß, Konflikte zu lösen. Nicht ärgern, Dampf ablassen mit dem Heizkörperentlüfter. Gönn dir mal wieder was. Selbstbewusste Frauen schenken sich die Mitteltischdecke Frühling einfach selbst. Ganz ohne Aufforderung von anderen. Und mein,
Also meine sehr verehrten Damen und Damen, das ist wirklich eine regelrechte Revolution. Die Frau zelebriert ihre Unabhängigkeit und bringt mittels mitteldichtige Frühling ein ganz neues Selbstbewusstsein auf der Tisch. Ehegatten splitten. Steuerklasse 3 und 5 zur Förderung der Selbstbewusstseinslücke. Wie willst du bei Ehegattensplitting eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen? Sie splitting, da bist du schon beim Wort kurz vor der Scheidung. Sie müssen der Tatsache ins Auge sehen. Sie sind großartig. Aber gell, die eigene Größe auszuhalten, das ist halt mit das Schwierigste, was es gibt. Großartigkeit minus Größe bleibt Artigkeit. So. Und dann machst du dich klein, ziehst du den Kopf ein und hältst den Deckel oben drauf. So. Und jetzt können Sie mal gucken. Kein Wunder haben wir es alle im Kreuz. Ja? Ich meine, In so einer Haltung dauert es auch nicht mehr lang. Und dann ist der Riesel voll ins Komplett hängen und machst du Pflätschenbär. Das war jetzt sehr schwäbisch, gell? Aber pass auf, Sie müssen jetzt gar nicht verstanden. Sie sehen ja, was rauskommt. So. Weil in so einer Haltung bist du natürlich total aktiv und kreativ, gell? Weil da hast du den kompletten Überblick. Da guckst du auch komplett rosig in die Zukunft. Und wisst ihr, was man noch macht? In so einer Haltung. Dem Erstbesten, der einigermaßen schöne Schuhe hat, tappst du hinterher. Frauenpolitik ist Minderheitenpolitik. Es gibt halt auch nur knapp 52% Frauen in Deutschland. Ja, das sind einfach zu wenige, dass es für die Allgemeinheit relevant wäre. Wir haben jetzt gerade die best ausgebildetste Generation jemals. Wir Frauen, wir haben dermaßen Kompetenzen. Wir sind mit der Richtlinienkompetenzen und der Kernkompetenzen in absoluter Kongruenz. Ja, wir haben schon hier gar Kompetenz, sodass so langsam eine gewisse Form der Inkontinenz nicht schadet. Ja, laufen lassen. Aber wir Frauen, wir machen uns immer so viel Sorgen. Wir machen uns da Sorgen, ob wir das auch kennen, ob wir das alles schaffen. Das muss ja nicht falsch machen. Kriegt man alles organisiert? Was sagen denn auch die anderen? Wir machen uns ganz viele Sorgen. Und das Ding mit den Sorgen ist halt das. Sorgen sind erstmal gar nicht da. Die muss sich Frau machen. Das ist ein Geschäft. Und während mir Frauen uns Sorge macht, sagt der Mann, hasta la vista, Baby, und ich töre auf und davon. Haben Sie gewusst, dass es 1864 beim Eishockey der erste Genitalienschutz gab? Und wissen Sie auch, wenn der erste Helm kam? 100 Jahre später. Ja, aber... Gut. Und wenn dann Menschen so, wenn sie so zusammenkommen, auf Augenhöhe, dann ist es so, sie können jetzt schon erkennen, wie wichtig die Augenhöhe ist, weil sonst, also Menschen müssen auf Augenhöhe zusammenkommen und dann ist es so, das ist die alternative Energieversorgung der Zukunft.